Soldaten, die kann man sogar richtig beim Kämpfen erkennen. Yeah. Komm schon. Ja, darauf kann ich mich einlassen. Was ist das denn jetzt? Golfkrieg? Israel? Das könnte auch Afghanistan sein, oder? Und da gibt es doch überall Wüste, oder? Man spricht insgesamt von 3 Golfkriegen seit 1990. Schnauze! Der Nahostkonflikt um die Region Palästina seit 1918. Das haben wir doch nicht ins Maul! Ja. Ich kann nicht zum Aushalten hier. Fahr den Computer jetzt runter, sonst zieh ich dir eben das LAN-Kabel. Bäm! Dreckskerl! Und jetzt denk um, ja! Bäm! Bäm! Okay, okay, okay. Pa, pa, pa. Ich würde sagen, wir probieren es einfach nachher nochmal und lassen ihn kurz spielen. Ich meine, ich kann den Gulasch ja nochmal warm machen. Ha, so wie das dann aussieht, kein Wunder, dass der Junge den ganzen Tag nur vor dem Rechner hängt. Wir dürfen ihn nicht zwingen. Du nicht! Wann hat er sich das letzte Mal mit Freunden getroffen? Er chattet sehr viel. Oh, da läuft doch was falsch. Pa, pa, pa! Der Computer war nebenbei eine gute Investition. Ja, er kann Texte im Word schreiben, er kann im Internet recherchieren, ja. Aha, seine Zensoren sind schlechter geworden. Hallo, ja, gut, ich meine. Ganz ehrlich, ich nehme die Schuld nicht allein dafür auf mich, dass der Junge halt ein bisschen entwicklungsverzögert ist. Du kriegst es gar nicht mit, ja? Das ist nämlich der Punkt. Du kriegst das gar nicht mit. Du kommst heim von Arbeit und dann liegst du vor der Tagesschau und schläfst ein. Entschuldige mal, ja? Aber so wird aus den Jungen doch kein Mann. Lenk mich vom Thema ab. Das Problem war schon immer, dass du dem Jungen keine Grenzen setzt. Okay,
Ich hätte ihn also bestrafen sollen. Quasi züchtigen. Ja. Hackbeil! Gib ihm! Gib ihm! Hättest du mir einfach zeigen können, dass es Regeln gibt? Okay. Du hättest zu Hause bleiben können. Es geht hier nicht um meine Karriere. Immer wenn er Krisen durchgemacht hat, damit ich gebraucht hätte, hast du ihn abgeschoben. Er muss auf eigenen Füßen stehen. Ja, bitte, er ist noch ein Kind. Wie sein Vater. In your face. Okay. Weißt du, dürfte er mal mit Freunden in deinem Hobbykeller Billard spielen, würde er sich nicht virtuell mit imaginären Möchtegern-Helden bekriegen. Wow, 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 wow. Das ist mein Hobbyraum, das ist meine Area 51. Area 51. hallo, muss das sein? Ich wohne auch noch hier. Ja, selten. Wie bitte? Okay, Vorschlag. Vielleicht sollten wir Sport treiben, damit der Junge mal sieht, dass das Spaß macht. In welcher Freizeit soll ich das denn bitte noch unterbringen? Du musst dir mal Zeit nehmen. Für den Jungen. Und für mich. Siehst du, du tust es schon wieder. Du denkst deine fixen Ideen einfach nicht zu Ende. Um mich geht's hier nicht. Von wem hat der Junge diese Weltfremdheit denn? Na, von dir sowieso nicht. Von dir hat er ja sowieso gar nichts. Du kommst heim und im Prinzip bist du nie da. Und wenn du da bist, dann bist du so übermächtig. Weil er von dir nie eine strenge Hand erlebt hat. Da haben wir es wieder. Ich hätte ihn also züchtigen sollen. Ja. Nein. Hackebeil! Hackebeil! Wie gesagt, einfach Regeln setzen. Er muss die Regeln selbst erfahren. Mit dem Holzhammer, klar. Er muss die Regeln selbst erfahren. Das funktioniert doch nicht. Sag mir nicht, wie ich meine Arbeit zu erledigen habe. Du hörst ja sowieso nicht, was ich zu sagen habe. Okay, pass mal auf. Es lief lang genug, so wie du es wolltest. Und dabei war der engste Kontakt zu meinem Johnny bei dir nach den ersten 9 Monaten sowas von vorbei. Ich konnte ihn wenigstens versorgen. Ja. Mir ist klar, warum der Junge ein völlig gestörtes Verhältnis hat zu seiner weiblichen Umwelt. Es gibt Frauen, Mann. Bei Frauen. Und eins sage ich dir, hätten wir ihm damals nicht diesen völlig überkantierten englischen Adelsnamen gegeben, sondern ihn Kevin genannt, wie ein Junge heißen soll, dann wäre ihm das Leben leichter gefallen. Akzeptanz, der Herr! Hinterher lässt sich sowas immer so schlecht. Gib mir eine Zigarette. Komm, gib mir eine Zigarette. Ich dachte, du hättest aufgehört. Hatte ich auch. Ich bring Johnny jetzt an Essen. Du, weil du mich lassen kannst. Und sei nicht so zickig. Mach das Fenster auf, damit der Rauch abzieht. Stopp! Cooler Film! Yeah. Cooler Film! Das Beste ist der junge Mann. Stirb, Hackebeil, stirb, Hackebeil. Am Arsch der Welt. Was? Ja, Viktor Gonscha hat von denen einen Preis gekriegt. Für seinen politischen Mut und seine Aufrichtigkeit. Esslingen ist die Partnerstadt von diesem Nest da in Weißrussland.